Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte dieses Video auch direkt mit einer wichtigen Frage einleiten und zwar, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr denkt, ihr seid mit einer Aufgabe fertig, macht euch mental schon auf in den Feierabend und dann fällt euch auf, dass ihr ein entscheidendes Detail vergessen habt? Ja, so ging es mir gerade, als ich mein Video angeguckt habe und gemerkt habe, dass ich das komplette Video ohne Ton aufgenommen habe. Ich habe offenbar vergessen, das Mikro anzumachen. Ja, wenn mein Make-up jetzt nicht mehr ganz so frisch ist, liegt es daran, dass ich eben ein paar Tränen geweint habe. Nein, habe ich nicht, das war ein Scherz, aber es gibt wohl nichts Frustrierenderes, als etwas nochmal komplett neu zu machen. Aber ich möchte unbedingt mit euch über ein paar Sachen sprechen, darum lasst uns loslegen. Prinz Harry, unser alter Freund, hat diese Woche wieder für jede Menge Schlagzeilen gesorgt und ich finde, wir konzentrieren uns erstmal auf das Positive. Seit vergangenen Samstag finden ja wieder die Invictus Games in Den Haag statt, das ist ja ein Wettbewerb für kriegsversehrte Soldaten, den Prinz Harry 2014 ins Leben gerufen hat. Er war ja selbst in Afghanistan stationiert, hat da einige Schicksale von Soldaten mitbekommen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Organisation, eine ganz tolle Initiative, ein toller Wettkampf. Denn wenn wir uns in Deutschland mal umschauen, ist es ja so, dass Soldaten, die im Krieg verletzt wurden, bei uns kaum eine Plattform haben. Das ist vielleicht in anderen Ländern anders, aber in Deutschland ist es ja so, dass die eigentlich wie Schattenwesen sind. Also ich möchte das nicht despektierlich sagen, aber die tauchen einfach in den Medien, in der Presse einfach gar nicht auf. Wir sehen sie nicht, wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Und ja, in Deutschland ist es so ein bisschen schwierig, glaube ich, der Stand für Soldaten. Natürlich aufgrund unserer eigenen Geschichte in Deutschland haben die ein ganz anderes Standing als zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien. Und ich glaube, daher ist dieser Wettbewerb auch ganz wichtig, um da auch auf Menschen aufmerksam zu machen. Auch für sie ist es toll, denn sie können sich mit Gleichgesinnten messen in diesem Wettkampf. Sie können sich austauschen, sie können wieder ihre eigenen sportlichen Grenzen herausfordern. Sie können wieder Triumphe feiern. Ich glaube, das ist ganz wichtig für das Selbstbewusstsein, wenn man so eine schreckliche Erfahrung gemacht hat. Und sie können sehen, dass sie einfach in ihrem Leben immer noch was wert sind sozusagen und erreichen können. Und von daher muss man sagen, dass Prinz Harry da einen ganz tollen Dienst gemacht hat mit den Invictus Games. Ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt, eine tolle Organisation. Und wenn man sich mit den Geschichten der Menschen, der Sportler befasst, dann liest man ja auch oder merkt, wie viel ihnen das bedeutet und wie wichtig das ist, dass Prinz Harry dieses Projekt begleitet. Was mich auch sehr gefreut hat, war, Herzoge Meghan und Prinz Harry wieder gemeinsam in Europa zu sehen. Seit dem Rücktritt aus dem Königshaus war Meghan ja gar nicht mehr offiziell hier und sie dann gemeinsam in Den Haag zu sehen. Sie hatte so eine tolle Ausstrahlung, wirkte positiv, war bildschön wie immer, wie eh und je. Ich meine, die ist ja sowieso eine hübsche Frau. Und die beiden hatten wieder eine total schöne Chemie, wirkten total harmonisch. Auch wenn jetzt wieder einige Körperanalyse-Experten was anderes sagen und da immer irgendwie das Haar in der Suppe suchen und immer irgendwie behaupten, Harry und Meghan wären eigentlich gar nicht glücklich miteinander, muss man ja auch dazu sagen, die halten natürlich auch die Hand auf für diese Aussagen. Ob das sie beeinflusst, möchte ich jetzt nicht in den Raum werfen. Aber ja, ich glaube persönlich daran, dass die beiden glücklich sind und die wirken auf mich einfach auch wie ein glückliches Paar, wie glückliche Eltern. Und es fand es sehr schön, sie gemeinsam zu sehen. Aber natürlich gab es auch ein bisschen Kritik und ein bisschen Drama am Rande der Invictus Games. Punkt 1, das Netflix-Team war da. Sie haben Harry und Meghan bei ihrer Arbeit begleitet und das sehen natürlich einige Leute wieder sehr kritisch. Sie empfinden das als PR für Harry und Meghan, die sich jetzt so als Gutmenschen darstellen. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders, denn wie ich ja schon gesagt habe eingangs, auf dieses Thema kriegsversehrte Soldaten wird sehr wenig Aufmerksamkeit gelegt. Und ich finde, wenn sie dadurch schaffen, dass sich mehr Menschen dafür interessieren durch so eine Netflix-Dokumentation, dann ist das doch eigentlich eine gute Sache. Und damit werben sie ja wahrscheinlich auch neue Sponsoren an und dadurch kann der Wettbewerb noch mehr wachsen. Also sehe ich das persönlich nicht ganz so kritisch. Ich finde es eher, ja, ich freue mich schon drauf. Ich will gerne wissen, was hinter den Kulissen war, wie die Geschichten der einzelnen Menschen ist. Und ich freue mich schon, das dann in einer Doku zu sehen. Auch wenn das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, aber ich sehe es nicht kritisch. Herzogin Meghan hat auch einen auf den Deckel gekriegt, denn sie war im Zelt der britischen Botschaft, hat da mit Kindern ganz süß gemalt und erzählt. Und sie hat halt die ukrainische Flagge falsch umgemalt. Also sie hatte das Gelbe oben und das Blaue unten der Farben. Und dafür hat sie natürlich ein bisschen Häme und Kritik im Internet und auch in den Medien kassiert. Ich habe auch drüber berichtet. Ich finde aber, man sollte die noble Geste in den Vordergrund rücken.
Sie hat es ja gut gemeint, sie hat ja auch noch Peace draufgeschrieben, also Frieden. Sie wollte damit einfach eine Friedensbotschaft in die Welt tragen. Einige sagen, sie hat es extra falsch herum gemacht, weil das wohl bedeutet, das wusste ich auch nicht, dass ein Land in Gefahr ist, wenn man die Flagge falsch herum zeichnet. Ehrlich gesagt glaube ich an die Theorie nicht, weil ich schätze Meghan ehrlich gesagt so ein, dass sie, wenn sie das so gewollt hätte, dass das die Intention war, dass sie es gesagt hätte. Weil ich glaube, sie hätte dann nicht doof dastehen wollen, wenn sie es falsch rum malt, wisst ihr? Sondern sie hätte es, glaube ich, dann gesagt, ich male das jetzt extra falsch rum, weil die Situation so ist. Und daher, glaube ich, war das ehrlich gesagt ein Versehen. Ich persönlich finde es nicht ganz so schlimm. Würde man mir jetzt sagen, mal bitte die US-amerikanische Flagge komplett korrekt, wüsste ich jetzt auch nicht, wie viele Streifen von welcher Farbe wo sind und so weiter. Von daher, ja, muss man mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, glaube ich. Was allerdings noch für viel mehr Drama gesorgt hat und auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von den Invictus Games genommen hat, war das TV-Interview von Prinz Harry. Prinz Harry hat mit der NBC gesprochen und hat da eigentlich ganz nett über die Invictus Games erzählt und über Kinder und Familie, hat aber auch über die Queen gesprochen, denn Meghan und Harry waren ja, bevor sie nach Den Haag geflogen sind, auf Schloss Windsor zu Gast, haben sich mit der Queen getroffen. Und Harry hat nach diesem Treffen einige Aussagen getätigt, die nicht nur mich haben aufhorchen lassen, sondern auch den Rest der Welt und ja, einige Schlagzeilen provoziert haben. Harry hat nämlich in dem Interview gesagt, dass er dafür Sorge trägt, dass die Queen mit den richtigen Leuten umgeben ist und dass sie beschützt wird. Außerdem hat er gesagt, dass die Königin nur mit ihm über bestimmte Themen reden kann, über die sie mit keinem anderen sonst reden kann. Und ja, da hat der junge Mann einfach mal wieder ordentlich Öl ins Feuer gegossen, denn diese Andeutungen sind natürlich rätselhaft. Jetzt spekuliert die ganze Welt, was meint er damit, vor wem oder was muss die Queen beschützt werden. Ich dachte am Anfang, ehrlich gesagt, Harry ist da so ein bisschen wie ein kleiner Aufschneider unterwegs. Ihr wisst, ich mag Harry, ich habe einen Softspot für Harry. Aber ich dachte, der macht sich gerade jetzt ein bisschen wichtig im ersten Moment. Ich möchte damit niemanden verärgern, aber ja, ich dachte einfach, das hat er jetzt mal wieder gesagt, um sich ein bisschen wichtig zu machen. Dann habe ich natürlich auch gelesen, was spekulieren andere Medien, was die Twitter-Gemeinde, was denken die, was steckt dahinter. Da gibt es verschiedene Theorien. Die einen denken, es handelt sich dabei um William und Charles, dass Harry glaubt, dass die beiden kein guter Einfluss für die Queen sind und sie negativ beeinflussen. Andere wiederum glauben, es handelt sich dabei um Angela Kelly. Angela Kelly ist ja die private Schneiderin der Queen, hat ja auch ein Buch rausgegeben und da jetzt noch ein Kapitel erweitert über den Lockdown, wie das so war für die Queen. Und Harry und sie sind ja nicht die besten Freunde, wenn wir der Boulevardpresse glauben dürfen. Beziehungsweise stand ja auch in dem Buch über Meghan und Harry von Omid Scobie. Und da ging es ja darum, um den berühmten Streit. Herzogin Meghan wollte gerne ihre Tiara anprobieren vor der Hochzeit mit Harry, um ihre Brautfrisur dementsprechend darauf abzustimmen. Und das kann man natürlich auch verstehen. Aber Angela Kelly hat sich wohl geweigert, die Tiara herauszugeben, beziehungsweise es wurde immer weiter hinausgezögert. Und sie wollten halt gerne diese Tiara haben, um zu gucken, wie man sie am besten am Kopf befestigt, wie man die Frisur macht. Und das dauerte und dauerte und dauerte. Und dann ist halt irgendwann Harry der Kragen geplatzt und er hat Angela Kelly am Telefon zur Rede gestellt, beziehungsweise wohl etwas zur Sau gemacht, wenn man den vereinzelten Schriften glauben darf. Und ja, hat sie wohl ziemlich angeschrien und seitdem herrschte wohl Eiszeit. Und jetzt wird halt spekuliert, dass er nicht glaubt, dass Angela Kelly ein guter Einfluss für die Queen ist, die ja seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, in ihrem Dienst ist. Ich persönlich muss sagen, ganz unabhängig von diesem ganzen Harry-Drama, was da jetzt war zwischen ihm und der Schneiderin, ich habe bei der Frau auch kein gutes Gefühl. Irgendwie, ich kann es nicht begründen, ne? Es ist einfach Intuition. Aber wenn ich sie sehe auf Bildern oder gemeinsam mit der Queen im Video, so wie auch immer, irgendwas hat die an sich, wo ich auch irgendwie so ein paar rote Flaggen sehe und denke, oh, irgendwas stimmt da nicht. Also ich hoffe, da verbirgt sich jetzt nichts Schlimmeres hinter der Aussage von Prinz Harry, aber man muss ja auch sagen, der junge Mann, ich klinge wie so eine Oma, die sagt, der junge Mann hat einen Fehler gemacht, nee. Aber Harry ist natürlich Medienprofi. Der ist seit seiner Geburt im Rampenlicht, der weiß genau, was er tut, glaube ich, in den Medien. Und dann solche Aussagen zu tätigen, da weiß er doch genau, dass das Öl ins Feuer gießt und jetzt die ganze Welt spekuliert und dass das irgendwie, ja,
Konsequenzen hat, ne? Von daher weiß ich nicht, was dahinter steckt. Er hat dafür natürlich auch wieder ordentlich, vor allem in Großbritannien, auf den Deckel gekriegt über für diese Aussagen. Ich bin gespannt, was darauf folgt, ob wir das dann in seinem Buch lesen können. Wobei ich natürlich hoffe, ja, also dieses Buch ist nochmal so ein anderes Thema. Also ich hoffe, er belässt es bei den Invictus Games, seiner Zeit in Afghanistan, seiner Zeit mit Meghan. Aber ich hoffe, er packt nicht über die Königsfamilie aus, weil das wird ihm selbst auch nicht gut tun. Wie heißt es so schön, wenn man andere mit Schmutz bewirft, wird man selbst auch dreckig. Und von daher, glaube ich, sollte er da nicht das große Enthüllungsbuch herausgeben. Ich werde es natürlich lesen, aber ich hoffe, es wird einfach nett. Also was ist denn verkehrt heutzutage mit dem Wort nett? Oder warum kann man nicht einfach nette Geschichten machen oder nette Sachen erzählen? Aber warum muss es immer so, ja, so bösartig sein und immer so, ne, der hat das gemacht, die hat das gemacht, ne? Ist halt ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Aber ich bin gespannt, was er schreibt. Und er hat auch gesagt in dem Interview, in dem TV-Interview jetzt, dass die Queen in guter Form sei, was natürlich auch den einen oder anderen stutzig gemacht hat, denn die Königin hat ja vergangene Termine immer mal wieder ausfallen lassen. Jetzt auch am grünen Donnerstag sind Charles und Camilla für sie eingesprungen. Und das steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was der Palast jetzt sozusagen kommuniziert. Also es heißt ja, sie ist nicht mehr gut zu Fuß. Sie will sich ein bisschen schonen, sie hatte ja auch Corona und so weiter und sie ist halt jetzt auch schon 96 und wenn er dann gleichzeitig sagt, sie ist in Form, widerspricht sich das halt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er das einfach nur gut meinte, aber es sind halt sehr viele Fragezeichen nach diesem Interview und ja, ich denke, Harry hat das ganz bewusst provoziert, weil er genau weiß, worauf die Medien anspringen. Ein anderer interessanter Part in dem Interview war noch, dass Harry auf seinen Vater Prinz Charles und seinen Bruder Prinz William angesprochen wurde und der Frage einfach mal komplett ausgewichen ist. Also er hat die Namen nicht in den Mund genommen, hat einfach gesagt, ja, ich konzentriere mich gerade auf die Invictus Games. Und das fand ich schon wieder sehr bezeichnend. Warum sagt er nicht einfach, ja, wir sind Familie und es gibt Up und Downs oder so, aber er hat einfach komplett geschwiegen. Das fand ich schon bezeichnend und ich glaube, dass deutet darauf hin, dass da immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten sind oder Eiszeit oder er vielleicht auch Maulkorb bekommen hat, man weiß es nicht, aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es heißt ja jetzt aus Großbritannien, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan eine Einladung zum Thronjubiläum der Königin bekommen hätten. Ob sie hingehen, ich zweifle ehrlich gesagt ein bisschen daran. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Meghan wieder gemeinsam mit der Königsfamilie auf dem Balkon posiert. Vielleicht gibt es ein vereinzeltes Treffen mit der Königin ohne den Rest der Familie, aber irgendwie sehe ich die nicht gemeinsam auf dem Palastbalkon. Spätestens auch nicht nach den Aussagen von Harry. Ich bin gespannt, was wir dann im Juni sehen und wen wir sehen. Aber ja, ich kann es mir irgendwie gerade noch nicht vorstellen. Glaubt ihr daran, dass die kommen? Ihr könnt ja mal eure Tipps unten in die Kommentare schreiben. Wäre ja mal interessant zu wissen, was ihr denkt. Apropos Königin. Die Queen hatte ja diese Woche Geburtstag und ist 96 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Ehrentags gab es ein neues Foto. Es zeigt die Königin mit zwei Pferden und das ist wirklich eine ganz schöne Aufnahme. Wir wissen ja alle, wie viel Pferde der Königin bedeuten. Die sitzt ja schon seit Kindertagen im Sattel, hat selbst gezüchtet, wettet total gerne und ist ja auch noch im hohen Alter auf dem Rücken der Pferde zu sehen, dem Glück der Erde. Und das ist immer ganz schön, sie dann auch mit Tieren zu sehen, weil man weiß, da ist einfach eine besondere Verbindung. Also ich glaube halt, sie liebt Tiere so sehr, weil sie weiß, die verhoffen sich keinen Vorteil von ihr. Es geht nicht darum, dass sie die Königin ist. Sie ist einfach dann die nette Hundemami oder die Pferdedame. Und sie kann einfach ganz sie selbst sein. Das ist vielleicht bei ihrem Umfeld nicht immer so der Fall, weil da wird natürlich auch eine gewisse Haltung erwartet. Aber wenn sie reitet, ist sie wahrscheinlich am meisten sie selbst, so wie es ja auch Prinzessin Amalia mal gesagt hat, wo einfach alles andere nicht zählt. Und daher fand ich das ein ganz gut gewähltes Foto zum Geburtstag. Mich würde es interessieren, wie es der Queen jetzt wirklich geht mit 96. Ich meine, wir alle, oder zumindest ich, haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, die so alt geworden sind. Und ich frage mich, wie ist das so mit 96? Natürlich gibt es auf der einen Seite die körperlichen Probleme. Die Queen hat ja auch einige Sachen, dass sie nicht mehr so mobil ist. Ich würde sagen, sie hat auch Osteoporose. Sie waren so ein bisschen in ihrer Haltung. Und so die ein oder anderen Sachen, die aber, glaube ich, nicht an die Öffentlichkeit gebracht wurden bisher. Geistig ist sie immer noch fit, aber sie hat natürlich jetzt auch einiges mitgemacht. Also ihre Eltern sind schon tot, ihre Schwester ist tot, Prinz Philipp ist tot, viele Freunde, Vertraute sind tot. Der Skandal um Prinz